leichter. Ganz langsam schob Fabel sich vor die erstarrten Kinder. Ohne den großen Hund aus den Augen zu lassen, sagte er: Hört zu, Kinder, ihr geht jetzt langsam zum Spiegelkabinett. Dort sind die Spiegel groß genug, aber keine hektischen Bewegungen, hört ihr? Ich versuche, den Hund abzulenken. Anders war starr vor Angst. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sie diesem Monstrum entkommen könnten. Aber K. ergriff seine Hand und zog ihn mit sich. Er musste all seinen Mut aufbringen, um nicht auf der Stelle kopflos loszurennen. Sie hatten die Hälfte des Weges bis zu den Buden zurückgelegt, als der riesige Hund plötzlich in Trab verfiel. »Lauft!« brüllte Fabel. Das musste er ihnen nicht zweimal sagen. K. und Anders hetzten los. Kurz bevor sie eine Gasse zwischen zwei Buden erreicht hatten, warf Anders ohne anzuhalten einen Blick zurück auf den Geschichtenerzähler. Er sah gerade noch, wie das riesige Monster zum Sprung ansetzte, als sie auch schon in die Gasse eintauchten. Er hörte Fabels Schrei, dann das laute wütende Bellen des Hundemonsters und über all dem das schrille panische Kläffen von Fabels Hund. Anders fiel ein, dass er gar nicht wusste, wie der kleine Hund hieß. Hackenschlagen eilten sie zwischen vernagelten Buden hindurch und überquerten viele kleine Plätze mit alten Kettenkarussellen, Hauden-Lukas-Automaten und anderen vergessenen Attraktionen. Hier gab es keinerlei Sachen, die man sonst auf Jahrmärkten fand. Autoscooter, Schiffsschaukeln, die riesigen Losbuden oder den Love Train, in dem die großen Jungs und Mädchen miteinander knutschten. Stattdessen schien hier alles unendlich alt zu sein. Der Gang, dem sie nun folgten, mündete plötzlich in einem großen Platz. Wie alles andere lag auch dieser im Dunkeln, doch Anders konnte zwei große Gebäude erkennen, die den Platz auf zwei Seiten umrahmten. Links erhob sich eine alte Geisterbahn und rechts erstreckte sich eine flache, aber breite Attraktion, auf deren Dach mit großen Buchstaben geschrieben stand »Spiegelwelt«. »Wie passend«, dachte Anders. Plötzlich ertönte hinter ihnen ein gefährliches Knurren. Ganz langsam drehten sie sich um und erblickten den riesigen Hund. Er stand nur wenige Meter hinter ihnen und sah sie zornig an. Ohne nachzudenken stürmten sie los. Der Hund gab ein gemeines Bellen von sich und Anders musste sich nicht umsehen, um zu wissen, dass er ihn hinterherhetzte. Wie durch ein Wunder erreichten sie unversehrt die Rampe zum Spiegelkabinett und rannten hinein in die Finsternis. Es gab keinen Strom auf dem Jahrmarkt und daher funktionierten auch keine Lampen mehr. Nach wenigen Schritten verlor sich das Tageslicht von draußen und sie rannten durch völlige Finsternis. Ihre Angst vor dem Hund war jedoch so groß, dass sie nicht langsamer wurden. Zunächst hallten ihre Schritte metallisch vom Boden wider, doch schon bald veränderte sich das Geräusch. Anders folgerte daraus, dass sie nun das eigentliche Spiegelkabinett erreicht hatten. Ihm kam gerade der Gedanke, dass ein Irrgarten niemals geradeaus verläuft, als sie auch schon mit vollem Karacho gegen eine Wand knallten. Das tat weh. Hastig rappelten sie sich auf und tasteten umher, um den weiteren Weg zu finden. Dann rannten sie weiter. Es dauerte einige Sekunden, bis Anders merkte, dass K. nicht mehr neben ihm lief. Sie hatte einen anderen Weg genommen. Panik erfüllte ihn. Die Vorstellung, alleine durch dieses gruselige Labyrinth zu irren, während der riesige Hund ebenfalls irgendwo hier unterwegs war, um ihn zu fressen, ängstigte ihn mehr als alles andere. Doch da tauchten plötzlich aus dem Nichts zwei krabbelnde Hände auf, die ihn an der Jacke zu fassen bekamen. Anders quiekte vor Schreck, doch dann hörte er K.s Stimme in der Dunkelheit. »Ich bin's!« Anders war so erleichtert, dass er kurz in die Knie ging. K. folgte ihm nach unten und für eine Weile saßen sie einfach nur so da und hielten sich fest. Dann fiel ihm der Hund wieder ein. Er wollte aufspringen, aber K. hielt ihn am Boden fest. »Er ist uns nicht ins Spiegelkabinett gefolgt, Anders.« »Was?« brachte Anders heraus. »Als ich wieder zurück bin, um dich zu suchen, habe ich ihn am Eingang stehen sehen. Er sieht fast so aus, als würde er dort auf uns warten.« »Oder«, gab Anders zu bedenken, »er ist gar nicht der Wächter.« »Jetzt hör aber auf«, sagte K. wütend und zog ihn hoch. »Komm, gehen wir den richtigen Spiegel suchen. Halt meine Hand und lass ja nicht los.« Die Kinder tasteten sich voran und folgten einer Abzweigung nach links, dann einer, die nach rechts führte. So ging es immer weiter. Ihre Schritte hallten dumpf durch das Labyrinth. Tap, tap, tap. Mit den Händen glitten sie an den Spiegeln entlang und suchten sich den Weg. Immer wenn eine Wand endete, hatten sie eine weitere Abzweigung gefunden. Wenn es mehrere Möglichkeiten gab, bestimmten sie abwechselnd, wo lang sie ging. Tap, tap, tap. Eine gefühlte Ewigkeit tasteten sie sich auf diese Weise durch die Gänge. Und so langsam verlor Anders die Hoffnung, hier irgendwo einen magischen Spiegel zu finden. »Was machen wir denn jetzt?«, fragte er ängstlich. »Ich kann hier keinen Zauberspiegel entdecken.«
Die meisten Spiegel, die er tastet hatte, hatten sich stumpf und schmutzig angefühlt. Viele waren gesplittert und die Kinder mussten aufpassen, sich nicht zu schneiden. Vielleicht finden wir den Ausgang, dann können wir abhauen. Der Hund steht ja an der Vorderseite. K. blieb wie angewurzelt stehen, sodass Anders in sie hineinlief. Anders brauchte kein Licht, um zu wissen, wie wütend K. ihn nun ansah. Tap, tap, tap. Das meinst du nicht ernst, rief sie. Fabel hat gerade da draußen. Beide hielten den Atem. Tap, tap, tap. Wenn sie hier stehen geblieben waren, von wem kamen denn dann die Schritte? Anders. Anders erstarrte. Was willst du? Fragte er mit zitternder Stimme in die Dunkelheit hinein. K. schüttelte ihn und machte Psst. Es ruft mich, sagte Anders zu seiner Freundin. Es kennt mich. Was? Quiekte K. Anders, komm zu mir. Anders wusste plötzlich mit absoluter Gewissheit, dass das, was sich ihm dort in der Dunkelheit näherte, nichts Gutes im Schilde führte, dass es böse war. Sehr böse. Es war der Wächter. K. konnte das Ding anscheinend nicht hören, aber sie schien das, was Anders gesagt hatte, nicht im geringsten anzuzweifeln. Sie klammerte sich an ihn und als er langsam rückwärtsgehend von dem Ding zurückwich, folgte sie ihm. Plötzlich stießen sie gegen eine Wand und K. schrie erschrocken auf. Panisch tasteten sie in alle Richtungen, aber wie es schien, waren sie in eine Sackgasse geraten. Du hattest recht, sagte K. Das ist der Wächter. Die Schritte kamen immer näher und wieder hörte Anders die Stimme des Dings in seinem Kopf. Anders, ich habe auf dich gewartet. Anders wusste keinen Ausweg. Er konnte ja nicht einmal etwas sehen. Wie sollte er sie da vor einem Wesen retten, das er nur in seinem Kopf hören konnte? Es war vorbei. Sie konnten nirgendwo mehr hinflüchten. Auch K. schien das erkannt zu haben, denn sie ergriff seine Hände und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Ihre Stimme bebte, als sie sagte, »Ich hab dich lieb, Anders.« Plötzlich erhellte ein sanftes Leuchten den Gang. Nach und nach wurde es heller und vertrieb die Dunkelheit um sie herum. Sie konnten sich selbst sehen, verschwommen und bruchstückhaft, aber vielfach von den stumpfen Spiegelwänden reflektiert. Bis in die Unendlichkeit schien dort K.s und Anders zu stehen, aneinander geklammert und zitternd. Doch als er seine Spiegelbilder betrachtete, bemerkte er etwas, das ihn in Erstaunen versetzte. Bei jedem einzelnen Anders, den er dort sah, glühten die Hände. Er löste sich von K. und hob die Hände vor sein Gesicht. K. trat einen Schritt zurück, wischte sich die Tränen aus den Augen und sah ihn erstaunt an. »Du bist ein Magier«, rief sie. »Ja, Magier«, zischte es nun laut aus der Finsternis. Beide fuhren erschrocken herum. Das Licht, das von Anders Händen ausging, war nicht stark, aber es reichte, um eine grauenhafte Kreatur zu beleuchten, die weiter den Gang hinabstand. Sie schien völlig aus Glassplittern zu bestehen und reflektierte das schwache Licht tausendfach. Ihre Augen jedoch glühten in unheilvollem Rot. »Anders«, sagte K., ohne den Blick von diesem Splitterding abzuwenden, »jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um zu zaubern?« Ohne zu wissen, was er tat, presste Anders seine leuchtenden Handflächen gegen die Spiegel in ihrem Rücken. »Nein«, krächzte das Ding. K. fuhr herum und auch Anders starrte nun den Spiegel an. Die Flecken und all der Dreck zogen sich vom Glas zurück und gaben eine makellose Oberfläche frei, in der K. und Anders sich glasklar spiegelten. Als Anders seine Hände zurückzog, ertönte ein eigenartiges Plopp. Ringförmige Wellen rollten von den Stellen aus, wo er den Spiegel berührt hatte, über dessen Oberfläche. »Nein«, kreischte das Monster jetzt und setzte sich in Bewegung. Es war so groß, dass es bei jedem Schritt mit den Gliedmaßen in die Spiegel links und rechts krachte und sie zerschmetterte. Wie ein Schneeflug trieb es Flocken aus Glas vor sich her, während es durch den Gang auf die beiden Kinder zuwalzte. Anders tat das Einzige, was ihnen in diesem Augenblick in den Sinn kam. Er stieß K. in den Spiegel. Sie verschwand darin, als würde sie in einen aufrecht stehenden Teich fallen. Die Oberfläche des Spiegels schwappte wie Wasser. Ohne zu zögern, setzte er ihr nach. Ein seltsames Prickeln wanderte über seinen Körper, als er eintauchte. Das Letzte, was er hörte, war das hasserfüllte Brüllen des Scherbenmonsters, das hinter ihm das Spiegelkabinett zertrümmerte. Dann fiel er. Wie es weitergeht, hört ihr beim nächsten Mal.